Manche Kommentatoren in unserem Land sagen, das ist jetzt, läuft jetzt alles auf Kamala Harris zu. Man darf nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sprechen, ist, obwohl diese Euphorie gerade überall vermittelt wird, liegt Trump immer noch mit den Wahlmännerstimmen in dem seltsamen amerikanischen System immer noch vorne. Und insbesondere in den von dir, Gregor, erwähnten sogenannten Swing States, die sie erst noch gewinnen muss und wo sie die Menschen noch überzeugen muss. Da kommt eine deutlich jüngere, kreativere, lebendigere Frau und er wird plötzlich eben wie jemand, der über 80 ist. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen, aber das sagt auch etwas über die Zukunft der Präsidentschaft. Einmal in jüngeren Händen, einmal in deutlich älteren Händen. Das heißt, das ist etwas, was ihm zunächst nutzte im Verhältnis zu Biden, schadet ihm jetzt. Sowas finde ich immer schon mal ganz witzig. Let's get ready to rumble. Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast. Gysi gegen Gutenberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast Gysi gegen Gutenberg. Wir haben heute ein spannendes Thema, aber vorher frage ich dich, lieber Karl Theodor, was du Besonderes in Oberbayern erlebt hast, denn du bist ja aus Oberbayern zugeschaltet worden und ich finde, Oberbayern spricht immer für besondere Erlebnisse. Das tut es wirklich. Nie ein langweiliger Moment in diesem Teil Deutschlands. Ähnliches gilt für Berlin, wo ich dich gerade wähne. Ich bin gestern durch einen Park gelaufen und sah vor mir einen Mann mit seinem jungen Sohn, der war vielleicht 5, 6 Jahre alt. Ich weiß nicht, um was es ging, aber sie hatten miteinander gesprochen, ist relativ eindringlich der Vater auf den Sohn eingeredet und plötzlich sagte er, du musst endlich mal über deinen Schatten springen. Und der Sohn schaut ihn so an und sagt so, was? Und Vater meinte, ja, das sagt man so, du musst über deinen Schatten springen. Der Sohn blickte ihn an und versuchte über seinen Schatten zu springen, was, wie wir wissen, physikalisch und tatsächlich einfach nicht möglich ist. Und beschaute dann sein Vater irgendwann in einer Mischung aus Verachtung und absoluter Verzweiflung an. Und der Vater meinte nochmal, es ist wichtig, dass du verstehst, man muss über seinen Schatten springen. Ich habe schon überlegt, ob ich mich einmischen soll. Und der Gesichtsausdruck des Sohns wechselte in einer Form dahingehend, dass man das Gefühl hatte, der würde sich selbst zur Adoption freigeben wollen. Irgendwann allerdings hat der Sohn seinen Vater dann einmal angeguckt und ist über den Schatten seines Vaters gesprungen und hat ihn dann triumphal angelacht. Und ich fand das so ein wunderbares Bild, also auch über den Schatten des Vaters zu springen, der davor einfach versagt hatte, vor dessen, was er seinem Kind beibringen wollte. Das sprach für vieles und ist vielleicht so eine Brücke hin zu unserem heutigen Thema, lieber Gregor. Weil wir ja noch einmal das einige Male dieses Jahr auch machen wollen, über die Wahlen in den USA uns unterhalten. Zumal wir jetzt eine neue Kandidatin haben. Genau. Und warum haben wir eine neue Kandidatin? Weil der ursprüngliche Kandidat, auch das ist ihm physikalisch und sportlich nicht mehr zuzutrauen gewesen, aber tatsächlich über seinen Schatten gesprungen ist und dann doch zur Erkenntnis kam, dass es sinnvoll wäre, sich von der Kandidatur zu verabschieden. Er ist immer noch als Präsident im Amt bis zum Ende der Amtszeit. Und nun haben wir mit Kamala Harris eine neue Kandidatin. Und über die wollen wir uns heute unterhalten. Sie ist vor nicht allzu langer Zeit, vor etwa zwei Wochen, ist sie ausgerufen worden, beziehungsweise hat sie ihre Kandidatur angenommen an einem unglaublichen Parteitag, wie die in den USA immer wieder zelebriert werden, mit 100.000 Luftballons und Stars, die aufgetreten sind. Das sind Dinge, wovon deutsche Parteien nur träumen können, vielleicht auch nur albträumen können. Das können wir vielleicht ja auch nochmal anreißen. Was ist dein Gefühl bei Kamala Harris? Ich werde dir dann gerne meines schildern. Ich habe sie auch einige Male erleben dürfen. Und es ist schon eine erstaunliche Wandlung, die diese Dame jetzt auch in den letzten Wochen durchgemacht hat. Ja, das habe ich auch zur Kenntnis genommen. Ich kenne sie natürlich nur aus dem Fernsehen, genauso wie Donald Trump, den ich auch nur aus dem Fernsehen kenne.
es ist Folgendes interessant. Gegen Biden sprach seine Altersschwäche. Also er hatte ja hat ein relativ hohes Alter, aber er war eben schon sehr vergesslich. Er sagte zum Teil absurde Sätze und so weiter und so weiter. Und dadurch, dass jetzt Kamala Harris antritt, ist plötzlich Donald Trump der Mann mit dem Problemalter. Das finde ich auch interessant. Im Verhältnis zu Biden war das nicht sein Problem, aber jetzt ist es sein Problem. Da kommt eine deutlich jüngere, kreativere, lebendigere Frau und er wird plötzlich eben wie jemand, der über 80 ist. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Aber das sagt auch etwas über die Zukunft der Präsidentschaft. Einmal in jüngeren Händen, einmal in deutlich älteren Händen. Das heißt, das ist etwas, was ihm zunächst nutzte im Verhältnis zu Biden, schadet ihm jetzt. Sowas finde ich immer schon mal ganz witzig, abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was er vorhat. Wenn er sagt, wenn er gewählt wird, muss man nie wieder wählen. Er kann ja nicht die ganze Grundordnung der USA über Bord werfen, aber vielleicht will er es versuchen. Aber ich habe zwei Fragen an dich. Erstens, ob du einschätzt, dass bis zum November sie auch in den berühmten Sweet-Staaten, die also mal demokratisch, mal republikanisch wählen, ob sie da noch erfolgreich sein kann? Und meine zweite Frage, was passiert, wenn Trump nicht gewählt wird? Kriegen wir dann bürgerkriegsähnliche Zustände oder ist das Quatsch? Geht er dann einfach nach Hause? Nein, nach Hause. Er geht gerne nach Hause. Er hat ja auch, sagen wir mal, nicht wirklich von Bescheidenheit geprägte Zuhause an unterschiedlichen Orten dieses Landes. Aber ich komme gleich darauf, was meine Sorgen sind für den Wahltag. Im Übrigen unabhängig davon, wer gewinnt. Wie werden sich die nächsten Wochen gestalten? Es sind ja tatsächlich nur noch wenige Wochen, von denen wir sprechen. Und wir haben hier plötzlich eine Kandidatin, die vor wenigen Monaten noch niemand auf seinem Zettel hatte. Also einige haben immer gesagt, sollte es nichts mit Joe Biden werden, ist sie sicherlich eine, die in Frage kommt. Aber auch da war sie nicht auf der Spitze der Liste gestanden. Da waren einige andere, insbesondere Gouverneure, auch Senatoren, wurden als die plausibleren Kandidatinnen oder Kandidaten gesehen als Kamala Harris. Ihr großer Vorteil, und das sagen einige mit einem leicht galligen Unterton, ist der, dass sie sagen, Kamala Harris ist zunächst einmal nicht Joe Biden und sie ist zweitens nicht Donald Trump. Und das ist ihr derzeit herausragendes Wahlkampfpotenzial. Darin ist natürlich eine Boshaftigkeit versteckt. Weil viele Beobachter sagen, mehr ist gar nicht derzeit wirklich erkennbar. Sie ist sehr luftig und wolkig, wenn es um die tatsächlichen Inhalte, programmatischen Inhalte geht. Jetzt kann man sagen, auf einem Parteitag geht es zunächst einmal darum, die Massen zu mobilisieren und eine Stimmung zu erzeugen. Und all das ist ihr gelungen. Es ist ihr insoweit gelungen, dass mit der Entscheidung von Joe Biden, nicht mehr anzutreten und sich dann sehr schnell auf Kamala Harris zu einigen, plötzlich der große Vorsprung von Trump, der sich nach seinem Ohr ereignet hat, also nach dem Attentatsversuch, das ja zutiefst zu verurteilen ist, aber wo jeder glaubt und auch viele Demokraten plötzlich gesagt haben, insbesondere mit Blick auf die Reaktion, die er dort unmittelbar gezeigt hatte, schon bewundernswert, wie er sich da herausbewegt hat und seine unmittelbare Reaktion und all das. Und plötzlich war er für viele der klare, gekürte Sieger für diesen Herbst. Das Ganze ist wieder fast auf Null gestellt worden. Warum sage ich das? Das Rennen ist immer noch extrem knapp. Manche Kommentatoren in unserem Land sagen, läuft jetzt alles auf Kamala Harris zu. Man darf nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sprechen, ist, obwohl diese Euphorie gerade überall vermittelt wird, liegt Trump immer noch mit den Wahlmännerstimmen in dem seltsamen amerikanischen System immer noch vorne. Und insbesondere in den von dir, Gregor, erwähnten sogenannten Swing States, die sie erst noch gewinnen muss und wo sie die Menschen noch überzeugen muss. Und dann kommt es wieder darauf an, hatten wir bei den anderen Sendungen
Sendungen ja auch schon mal gesprochen. Das sind nicht die absoluten Wählerzahlen in den USA, die entscheiden werden, sondern es sind ein paar 10.000 Wählerinnen und Wähler, auf die es am Ende ankommt. Die wird sie überzeugen müssen. Die Chance ist da, aber es ist alles andere als ein gerader Weg zum Erfolg. Und es kann das eintreten, was es immer wieder gibt. Momentan ist es hat sie keine Fehler gemacht bisher oder kaum einen Fehler gemacht und sie ist getragen auf einer Welle. Aber die eine oder andere Geschichte, die medial, insbesondere von der aufgeheizten und extrem polarisierten auch Medienlandschaft in den USA sofort gierig aufgegriffen wird, die wird es geben. Und dann wird die Frage sein, wie reagiert sie darauf? Ist das etwas, was ihr wirklich schadet? Ja oder nein? Und wie schlägt sie sich dann auch in der Debatte mit Donald Trump oder den Debatten? Das ist ja noch unentschieden, ob es mehrere gibt oder nur eine. Und deswegen, es wird ein verdammt knappes Rennen. Und die zweite Frage, die du gestellt hast, die ganz kurz, weil ich jetzt eh schon wieder viel zu lange quassel, wie ich das ja gerne tue. Was passiert, wenn Trump verliert? Und da bin ich schon sehr besorgt, weil die Stimmungslage so ist und sie auch dann entsprechend angeheizt werden wird von Donald Trump selbst, aber auch von vielen seiner Mitstreitern. Man wird wieder von einer gestohlenen Wahl sprechen und es kann im mildesten aller Fälle hin zu einer Verfassungskrise führen, was auch damit zusammenhängt, dass der Supreme Court heute so besetzt ist, wie er besetzt ist, das oberste Gericht. Und im härtesten aller Fälle können Menschen zu den Waffen greifen. Und ein erstes Anzeichen haben wir damals am 6. Januar 2021 ja schon einmal erleben dürfen. Und die Stimmungslage hat sich nicht wirklich verbessert. Umgekehrt würden auch viele Demokraten in einer entsprechend polarisierten Gesellschaft auch ein knappes Ergebnis, nicht nur Schulterzucken zur Kenntnis nehmen. Ich bin besorgt, was den Zusammenhalt der amerikanischen Gesellschaft nach dieser Wahl anbelangt. Sag mal, kann man sagen, dass zwischen, nicht allen, aber zwischen vielen Anhängern von Trump und Anhängern von Kamala Harris Hass herrscht? Ist es nicht nur, ja, Hass, ne? Also ich meine, die Anhänger der SPD und der Union haben sich ja in der Regel in Deutschland nicht gehasst, vielleicht abgelehnt und so weiter, das schon, aber nicht gehasst. Aber dort scheint mir Hass zu herrschen und Hass ist immer ein ganz schlechter Lehrmeister. Das ist so, also das ist der schlimmste aller Lehrmeister, den man sich vorstellen kann. Jetzt gilt es nicht für die gesamte amerikanische Gesellschaft, aber für zu viele. Und ich habe das jetzt auch in diesem Jahr, wo ich ja mehrfach in den USA war, immer wieder erlebt, dass selbst in Familien oder in alten, früheren Freundeskreisen plötzlich eine Tonalität herrschte, die absolut unversöhnlich war. Und aus dem Unversöhnlichen heraus kann dann auch sehr schnell Hass entstehen. Und dieser Hass wird befeuert durch Medienorgane leider auf beiden Seiten. Also das ist jetzt nicht nur so, dass das jetzt Fox News wäre oder jetzt diese Plattform von Trump, die er aufgelegt hat, oder ein Elon Musk mit seinem unfasslich seltsamen Verhalten da als Besitzer von dieser Plattform X, sondern das ist etwas, was wirklich auch von traditionellen Medien entsprechend bespielt wird. Und man sieht keinen, der wirklich auf die Bremse tritt, sondern da rasen zwei Züge mit voller Wucht aufeinander zu. Ja, und wir müssen uns ja nicht nur die Folgen für die USA überlegen, sondern auch für uns und für andere. Also ich glaube, dass Trump ein gestörtes Verhältnis zur EU hat, in gewisser Hinsicht auch zur NATO, auch zu bestimmten Ländern. Und umgekehrt. Ja, stimmt. Aber was ich wirklich spannend fand, war, was Stoltenberg erzählt hat, dass er bei Trump war, also der damalige Generalsekretär der NATO, und da sagte Trump, drei Länder machen ihm Sorgen. Nordkorea, der Iran und Deutschland. Und das haute den NATO-Generalsekretär um, wieso gerade Deutschland? Und kannst du das erklären? Was hat er für ein Problem mit Deutschland? Ist das historisch bedingt oder? Es ist, also ich glaube, das sind so einige Faktoren, die hineinspielen. Das eine war, er hatte wirklich Probleme, Angela Merkel zu fassen zu bekommen während seiner Amtszeit damals. Und man kann jetzt über Angela Merkel viel diskutieren und auch einiges kritisch sehen. Aber sie hat ihn in ihrer unnachahmlichen Weise einfach in einer Form abtropfen lassen, wie er das auch so noch nicht erlebt hat. Und wenn man so narzisstisch veranlagt ist wie er
und gleichzeitig dann immer wieder auch darauf angesprochen wurde, du bist doch selbst deutschstämmig. Das ist etwas, das hat tief in ihm gekratzt. So. Und dann hatte er immer das Gefühl gehabt, dass Deutschland an der Spitze derer ist, und das haben ihm auch einige Leute immer wieder eingeflüstert, und das hat er gerne und gierig an- und aufgenommen, dass Deutschland an der Spitze der sogenannten Freerider ist. Was ist ein Freerider? Das sind diejenigen, die auf Kosten der USA sich ein angenehmes Leben machen. Und das hat immer gesagt, das ist, der deutschen Industrie geht es nur deswegen so gut, weil sie uns übervorteilende Handelsverträge und Handelsabkommen geschlossen hat. Die Deutschen machen sich einen schlanken Fuß, wenn es um das Militär geht, weil sie sich auf unseren Sicherheitsschirm verlassen können, aber nie ausreichend bezahlt haben und ihre Versprechen gehalten haben, was die NATO-Beiträge betrifft. Da hat er ja übrigens recht, mit Blick auf die Versprechen und das, was wir nicht geleistet haben. Und er sah eben ein Land, das wirtschaftsstärkste Europas ist, und hat sich einfach obsessiv an Deutschland festgekrallt. Und das wieder auf eine Spur zu bringen, ist wirklich eine extrem schwierige Aufgabe, egal für wen, sollte er gewählt werden, für wer auch immer mit ihm zu tun haben sollte, weil natürlich auch bei uns die Reaktionen so ausfallen. Dann hat er natürlich auch, er lässt sich dann immer wieder dann auch zeigen, wie wird über ihn woanders gesprochen, und dass in Deutschland natürlich auch nicht sehr freundlich über ihn gesprochen wird, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg, hat ihn natürlich jetzt auch nicht nur fröhlich gestimmt. Also es sind so viele Dinge, die da so hineinragen und diesen doch sehr seltsamen Charakter noch mal zusätzlich aufheizen. Ja, was Rüstung betrifft, hat ja die jetzige Regierung aus SPD, Grünen und FDP kräftig nachgeholt. Unser Verteidigungsminister, der meint, dass wir kriegstüchtig werden muss, der hat ja auch noch erklärt, er will über 2% des Bruttoinlandsprodukts hinausgehen. Das ist etwas, was die Leute natürlich auch ärgert. Für Rüstung steht jedes Geld zur Verfügung und für andere Sachen nicht, etc. Also da kann ja nun Trump nicht mehr meckern. Inzwischen sind ja die Ausgaben deutlich angestiegen. Aber die anderen Vorbehalte, die werden bestehen bleiben. Ja, also zum einen, wenn die Leute sagen, für Rüstung ist jedes Geld vorhanden, kann ich nur sagen, nö, ist es nicht. Also es reicht noch nicht mal fürs Notwendigste. Und die 2% sind jetzt auch schon so kreativ zusammengeschustert, dass sie auch gar nicht über die nächsten Jahre halten werden. Also man wird wieder unter die 2% fallen, wenn man nicht nochmal erheblich drauflegt. Und die USA werden, im Übrigen auch eine Kamala Harris, wird sich nicht mit 2% zufrieden geben. Die werden angesichts der Weltlage und der Unsicherheiten, in denen wir sind, das kann man sich darüber streiten, ist Aufrüstung immer die richtige Lösung? Das haben wir ja auch schon öfters in diesem Format, lieber Gregor. Aber wenn man innerhalb der NATO die Vorgaben hat, werden die NATO-Vorgaben von den USA nochmal höher formuliert werden, im Übrigen eben auch von einer Kamala Harris. Was positiv allerdings ist, ist, dass sie sich bekennt zur NATO, was von Trump in dieser Form so noch nicht zu hören war, und dass sie sich auch zum transatlantischen Verhältnis bekennt, und das umfasst jetzt nicht nur das Militärische, sondern das umfasst natürlich auch unsere wirtschaftlichen Interessen und unsere kulturellen Interessen, die wir haben, und vieles, was darüber hinaus reicht. Und da könnten wir mehr erwarten, aber das, was ich vorhin schon gesagt hatte, es bleibt vieles noch nebulös gerade. Sie muss es wahrscheinlich, jetzt frage ich aber auch den Wahlkämpfer, wahrscheinlich ist das die richtige Herangehensweise, wenn du zu dem Zeitpunkt der Nominierung nur noch 76 Tage bis zum Wahltag hast, kann man natürlich darauf hoffen, dass man sagt, man versucht im Wesentlichen Emotionen und eine Stimmung zu befördern und sich gar nicht auf das Klein-Klein, programmatische Klein-Klein einzulassen, das hier sofort wieder zerlegt werden würde. Also wenn der Zeitraum relativ kurz ist, könnte man darauf surfen, um mal einen modernen Begriff zu nutzen. Aber es ist natürlich nicht ohne Risiko. So gehen Sie ja auch vor. Auch Trump übrigens versucht immer wieder Emotionen anzusprechen. Aber ich finde, sie müsste wenigstens 5 inhaltliche Punkte haben. Mehr wäre falsch. Das wäre eine Überfütterung. Damit kommen die Leute gar nicht mehr klar. Aber wenn sie immer wieder die gleichen 5 Forderungen stellt, die sie dann allerdings auch wirklich umsetzen muss, nicht nur versprechen, die sie umsetzen muss, das wäre vielleicht sinnvoll. Aber vielleicht reichen auch 3 Sachen. Aber mehr als 5 auf gar keinen Fall. Da hat sie recht. Aber sie hat keine 5 Punkte, ne? Ja, sie hat so ein paar, hat sie gemacht, und einer ist zum Beispiel schon dabei, der wird sich gar nicht umsetzen lassen und der kommt bei den Leuten gut an. Sie hat angesichts der teilweise wirklich, das ist ja auch eine Debatte, die wir in Deutschland haben,
der Preisexplosionen, die wir insbesondere im Lebensmittelsektor haben, hat sie gesagt, sie will eine Preiskontrolle einführen. Und da kann ich nur sagen, viel Spaß damit. Das wird sich so nicht umsetzen lassen. Und das hängt jetzt im Raum. Und das ist etwas, das kommt bei den Leuten an. Aber da ist schon klar, das wird danach extrem schwierig. Gut, jetzt hat man natürlich eine präsidiale Demokratie, aber natürlich auch einen sehr starken Kongress. Und das führt uns zur nächsten natürlich komplexen Fragestellung, die so ein bisschen jetzt bei dieser Kamala-Euphorie jetzt untergeht. Sie muss natürlich dann auch regieren können und es ist noch lange nicht gesagt, wie sich die Mehrheitsverhältnisse im Kongress darstellen werden. Und auch da gibt es einige ganz umkämpfte Staaten in den USA. Und auch da wird am Ende ein knapper Ausgang zu erwarten sein. Also es bleibt wirklich spannend. Und der Senat wird ja auch zum Teil neu besetzt. Aber sag mir mal eine Sache, die mich interessiert. Welche Rolle spielt in den USA die Tatsache, dass es sich um eine Frau handelt? Und welche Rolle spielt die Tatsache ihrer Hautfarbe? Also ich kann mir vorstellen, dass das in den Südstaaten, die aber sowieso republikanisch wählen, da kann das eine Rolle spielen. Aber ich hoffe, dass es in den Nordstaaten eher positiv ist, in den Swing-Staaten vielleicht auch, dass sie sagen, ja, endlich mal eine Frau und endlich mal auch eine, die nicht weiß ist, sondern eine andere Geschichte mitbringt, eine andere, aber wichtige Sozialisation mitbringt. Kann das eine Rolle spielen zugunsten oder zu Ungunsten? Oder gleicht sich das aus? Trump versucht natürlich, dass den Aspekt des zu Ungunsten noch zu verstärken, indem er ja auch sofort in Frage gestellt hat, gesagt hat, sie ist gar keine Schwarze, sondern sie ist eigentlich, sie hat sich früher als indischstämmig bezeichnet. Jetzt hat sie ein Elternteil ist indischstämmig, ein Elternteil ist schwarz. Und sie hat aber sehr konsistent immer gesagt, dass sie sich als Schwarze begreift. Und aber er baut natürlich sofort wieder eine Geschichte auf, die wiederum dann auch dankbar aufgegriffen wurde von vielen, vielen Medien. Und durch das ständige Wiederholen dieser Geschichte bleibt bei vielen Menschen etwas hängen, weil die einfach nicht so differenziert rangehen. Die sind in ihren Filterbubbles, wie sie Medien kommunizieren, konsumieren und dann auch weiter kommunizieren. Und das ist etwas, was natürlich solche Geschichten dann auch gefährlich werden lassen kann. Und der Aspekt Frau und Schwarz ist, ich finde jetzt zunächst mal was unglaublich Positives auch für die Aussichten dieser Wahl. Und ich würde es nicht an den einzelnen Staaten selbst festmachen, weil es gibt ja auch durchaus im Süden den einen oder anderen, wo die Demokraten wirklich eine Chance haben, auch deswegen. Und weil es ja auch eine große schwarze wählende Bevölkerung dort gibt, das darf man auch nicht vergessen, und die das auch positiv finden. Es gibt im Süden allerdings auch andere, die zum Beispiel den Aspekt Frau in Koppelung, was die Demokraten fordern, auch das Abtreibungsrecht wieder auf den Kopf zu stellen, was ja, oder wieder so zurückzunehmen, was der Supreme Court, der eine uralte Entscheidung selbst auf den Kopf gestellt hatte. Und das ist etwas, was in den Südstaaten, die oft sehr religiös und evangelikal geprägt sind, ein sehr, sehr emotionales Thema ist, wo man erst sehen muss, ob die Demokraten damit wirklich gewinnen können. Es ist eine Chance, aber das, was ich vorhin gesagt habe, was nochmal entscheidender ist, für viele ist, sie ist nicht der alte Joe Biden und sie ist jetzt nicht erstmal vordergründig schwarz und eine Frau, aber sie ist nicht Donald Trump. Und dann muss man die Kombination sehen. Und da hat sie einen geschickten Schachzug gemacht mit ihrer Wahl des Vizepräsidentschaftskandidaten, mit Tim Walz, wo erstmal viele gesagt haben, who the hell is Tim Walz? Wer ist dieser Mann? Weil viele nicht kannten, auch viele US-Experten kannten ihn nicht. Man wusste, dass er ein Governor ist, aber nicht, wer er ist. Das ist so ein, vom ganzen Typus, vom Auftreten, einer, der bei vielen, auch in den Südstaaten, auf fruchtbaren Boden fällt, weil die sagen, das ist so einer von uns. Das ist so ein Nachbarschaftstyp, der Footballtrainer war, der jetzt wirft ihm Trump schon vor, er war nur Assistant-Coach und nicht nur Coach, so läuft es halt dann auch. Aber diese Kombination ist reizvoll. Und ihr Mann ist ihr jetziger Mann ist jüdischer Herkunft. Also da werden viele sozusagen Boxen abgehakt, die eine Rolle spielen könnten in unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen in den USA. Und das hebt ihre Chancen. Aber es hat noch nicht dazu geführt, dass man sagen kann, das wird ein Durchmarsch in diesem Herbst. Das kann ganz genauso gut das Pendel noch in die andere Richtung umschlagen. Das können wir beide nicht ändern. Wir können es nur beobachten und zur Kenntnis nehmen. Wir müssen aber
mehr darüber nachdenken, welche Konsequenzen die eine oder die andere Wahl für Europa hat, für Deutschland hat, auch für den Nahostkonflikt hat, auch für den Krieg Russland gegen die Ukraine hat. All das sind ja Themen, womit sich eine künftige Präsidentin oder ein künftiger Präsident beschäftigen müssen. Und da verkündet Trump natürlich, dass er an einem Tag den Krieg beendet, hat er, glaube ich, gesagt. Dann wird er anschließend den Tag neu definieren. Also, dass man unter einem Tag nicht 24 Stunden zu verstehen hat, sondern eine viel längere Zeit. Das ist mir jetzt schon klar. Ich weiß gar nicht, du könntest das wissen. Kamala Harris, hat die sich dazu eigentlich schon geäußert? Oder dass sie so das weitermachen will wie Biden? Oder? Ja, sie hat sich schon mal geäußert dazu und sie hat einfach nochmal sehr klar ihre Unterstützung der Ukraine kundgetan und ihre klare Abneigung gegen das kriegerische, aggressive Vorgehen Putins, was man in dieser Form von Trump nicht gehört hat. Im Gegenteil, der hat ja, wenn man so will, eine alte persönliche Fehde mit der Ukraine und versucht da ja immer auch den Bogen hin zu dem Sohn von Joe Biden, damals noch Hunter Biden, zu ziehen, der da seine Geschäfte gemacht hat und. Und er hat ja so eine tiefsitzende Bewunderung für autoritär und diktatorisch auftretende Männer. Also die Art und Weise, wie er um Kim Jong-un sich da bemüht hat und herumgeschwanzelt ist. Und dieses mit Putin kann ich jederzeit eine Lösung finden. Da glaubt er sich auf Augenhöhe. Das wäre er als Präsident der stärksten Militärmacht der Welt, sicherlich, aber er glaubt sich natürlich auch in irgendeiner Form dem politisch gewachsen. Und es ist ja so ein bisschen absurd, nicht? Ich meine, das ist jetzt ein Vorschlag, der kommt ja eigentlich deiner Idee näher. Das muss so schnell wie möglich beendet werden, alles da drüben. Ich sehe das kritisch anders, aber plötzlich bist du näher im Trump-Lager und ich weiter drüben bei Kamala Harris, was diese Frage anbelangt. Ja, aber wirklich ich glaube, nur in unter dieser dem Strich, Frage. Gregor, und was sagt sie zum Nahen Osten? Unter dem Strich wären sie dir auch lieber. Zum Nahen Osten hat sie sich, das war interessant, da hat sie sich bei der Convention, also bei der Wahlversammlung, hat sie sich sehr differenziert geäußert. Da hat sie gesagt, zum einen eine ganz klare, immer noch klare, traditionelle Unterstützung Israels. Und dann kam aber das Komma aber. Und das Komma aber war eben darauf gerichtet, dass die menschenunwürdigen Zustände im Gazastreifen enden müssen. Und dass sie auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass sie als jetzige, derzeitige Vizepräsidentin mit dem derzeitigen Präsidenten, mit dem Außenminister Tony Blinken alles versuchen, um zu einem Waffenstillstand zu kommen und dass da endlich Frieden da unten einkehrt. Also sie hat sich differenziert geäußert, aber sie ist auch nicht ins Detail gegangen. Also und da sind wir wieder, da schließt sich so ein bisschen der Kreis von dem, was ich vorhin schon vor mich hingebracht habe. Das ist alles so ein bisschen an der Oberfläche. Also sie will sich da auch nicht irgendwo verrennen jetzt und dann Fass aufmachen. Wir haben ja auch schon über die Landtagswahlen im Osten gesprochen. Wir werden irgendwann nochmal über die Bundestagswahl nächstes Jahr sprechen, aber für mich ist interessant, dass das alles auch im Zusammenhang steht mit den Wahlen in den USA. Denn davon hängt auch vieles in Deutschland ab. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Wenn die Wahlen dann waren, dann werden wir mal über diese Konsequenzen nachdenken. Egal, wie das Ergebnis aussieht. Und jetzt kannst du mal erzählen, ja, wo man uns live erleben kann. Und ich sage dann den Leuten, unter welcher E-Mail-Adresse wir erreichbar sind. Wir sind live das nächste Mal am 10. Oktober im schönen Braunschweig. Da wollten wir eigentlich schon im August sein. Und dann war eine bösartige Fluglinie, die dem alles andere als bösartigen Gregor einen Strich durch die Heimreiserechnung von Madeira gemacht hatte, woraufhin sich der Gregor wahrscheinlich mit Madeiras in anderer Form zu trösten wusste. Und wir deswegen diese August-Session in Braunschweig auf den 10. Oktober schieben.
Und dort bekommen Sie noch Karten und die Karten vom August gelten unseres Wissens auch weiterhin. Und wir freuen uns auf Sie alle im Braunschweig am 10. Oktober. Zudem geben wir noch gerne einen Hinweis. Wir sind jetzt ein paar Mal auch außerhalb unseres Podcasts zu sehen, weil wir gemeinsam ein Buch herausgebracht haben, das diesen Podcast des letzten Jahres auch noch nicht zusammenfasst, sondern wo Sie unsere Diskussionen noch einmal mitverfolgen können. Und wenn Sie was verpasst haben sollten, ganz verrückte Sachen über uns lernen und mitbekommen können. Wenn Sie Interesse haben, Gysi gegen Gutenberg, jetzt als Buch erschienen im Herder Verlag. Und für das rühren wir natürlich so ein bisschen unverschämte Werbetrommel, aber auch gerne uns beiden. Hat es viel Spaß gemacht, dieses Buch zu entwickeln, so wie uns dieser Podcast Spaß macht. Und wenn Sie Spaß an uns haben oder wenn Sie sich über uns ärgern oder wenn Sie uns was Nettes schreiben wollen und hoffentlich nicht zu viele unfreundliche Dinge, aber wir lesen sie auch, dann erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse, die wie aus der Pistole geschossen Ihnen jetzt der Gregor mitteilen wird. Und zwar ohne Zettel diesmal, ggg@openminds.media. Jetzt habe ich es in meinem Gehirn verankert. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald. Bleiben Sie gesund und haben Sie schöne Erlebnisse. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche. Überall, wo es Podcasts gibt.